Aha, genau. Und hier müssen wir jetzt eine gewisse Kombination eingeben. Diese Kombination, ihr merkt es schon, es ist sehr relativ eingängig, was wir hier machen müssen. Wir müssen nämlich die beiden DNS-Proben, die wir gesammelt haben, eingeben. Nur, dass ich nur zwei DNS-Proben hatte. Das ist schlecht. Okay, wir können natürlich jetzt ein paar Kombinationen ausprobieren. Ich weiß nicht, irgendwo müsste noch eine DNS-Probe liegen, glaube ich, aber die habe ich jetzt irgendwie übersehen. Das tut mir auf eine gewisse Art und Weise leid, aber da kann ich jetzt auch nichts tun. Ah, okay. Gut. Dritte Probe war von Entei. Kennen wir auch schon. Wenn nur eine fehlt, kann man es ausprobieren, ja. Kann man sagen. So, das ist Eokapa, den Typ, der Kryptoknecht, den wir in diesem einen, ja, in dem verschwundenen Part quasi gesehen haben, wo ich dann nacherzählen musste, der in Emeritei das Sanktuarium bedroht hatte. Nur wie hätte ich ihn gesprochen? Das ist, glaube ich, vollkommen egal, weil er sowieso ein Gangster ist. Was? Treffe er tatsächlich zum dritten Mal? Erinnerst du dich an mich? Ich werde jetzt Rache für die Schande im heiligen Wald nehmen. Na dann, bitteschön. Eine Herausforderung von Kryptoknecht Eokapa. Das Interessante ist, wenn wir gegen dieselben Leute kämpfen, haben sie auch so ziemlich dieselben Pokémon. Wobei öfters mal Weiterentwicklungen dann vorhanden sind. Ich weiß nicht, hatte Eokapa beim ersten Mal ein Iso? Ich bin mir unsicher. Aber ich könnte es vermuten. Und Kleinstern wahrscheinlich auch. Also es liegt nicht so abwegig tatsächlich. Und das Krypto-Pokémon, also sein Capoeira, hätte er auch, wenn wir es ihm nicht gefangen hätten. Anstelle hat er jetzt eben anderes Pokémon ins Team aufgenommen. Aber auch nur eins, komischerweise. Sie nehmen irgendwie nie komplettes Team voll auf. Frag mich nicht wieso, aber machen sie halt nicht. So. Georok wurde besiegt, wunderbar. Tolles, ist ein relativ starkes Gestein-Pokémon. Das hätte uns zum Verhängnis werden können. Oh mein Gott, wohin genau. Beinahe besiegt mit einmal. Nein, 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 tot. Ja, das war ein One-Hit. Warum das so viel gezogen hat, will ich euch mal erklären. Also, Wollengenau ist ein Pokémon, was eigentlich ausschließlich auf Defensive beruht. Es kann, glaube ich, keine einzige Angriffsattacke und wenn dann nur ganz schwache. Hat auch nicht viel Angriff. Allerdings kann es Konter und Spiegelcape. Und beide Attacken können den Schaden vom Gegner, der in, also, ja, den Schaden, der in der Runde zugefügt worden ist, doppelt zurückgeben. Allerdings gilt Konter nur für physische Attacken und Spiegelcape nur für Fernkampfattacken. Und deshalb muss man da halt immer 50-50 Chance abwägen tatsächlich. Was mache ich hier eigentlich? Kryptoschlag über Voyengenau. So, und das Voyengenau hat natürlich genau richtig abgewägt. Anscheinend ist Flammenrad eine Fernkampfattacke. Wusste ich auch noch nicht, hätte ich auch irgendwie nicht gedacht, aber ist anscheinend so, muss man mit leben. Und okay, Meditalis. Ja, okay, Furiumus. Das ist schlecht. Aber ihr seht, wenn man Voyageur nicht angreift, dann macht es gar nichts. Dann macht es die ganze Zeit nur Konter und Spiegelcape und naja. Gut, Meditalis ist ein Kampf-Psycho-Pokémon. Und deshalb würde jetzt Psychokinese. Okay, ja. Gut, haben wir gerufen. Psychokinese ist mitteleffektiv, weil es gegen Psycho nicht sehr effektiv ist und gegen Kampf eben sehr effektiv. Also gibt sich nicht viel. Gut, aber auch, ihr merkt, also Psychokinese ist echt, haut echt rein. Schade nur, dass Tornupto jetzt besiegt wurde. Gut, Spiegelcape ist mir jetzt relativ egal, muss ich sagen. Jetzt mal Sternenschauer. Das sollte reichen, denke ich. Aber Wollengenau hat auch extrem viel Verteidigung. Also, ihr habt gesehen, das Flammenrad von Tornupto hat ihn beinahe gekillt, aber auch nur, weil es ein Volltreffer war. Also der haut schon ziemlich rein und dann mit der Kombo mit Spiegelcape oder Konter kann man schon mal besiegt werden. Das war eine sehr gute Aussage. Ich muss gleich kotzen. Ja, auch der verschwindet einfach mal. Nein, 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 nein. Wow. Ich dachte schon. Also, ich will euch nicht an der Stelle das nochmal antun. Wir setzen jetzt einfach einen Beleber ein. Ich will jetzt nicht nochmal zurückgehen, einfach. Ich will es euch ersparen. Das dauert einfach nur lange und ja. Das lassen wir einfach. Und gehen einfach so weiter. Passt schon. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben hier eine Itembox. Schöne Sache. KP Plus, oh mein Gott, ja, das können wir gleich mal benutzen. Fragt sich nur für wen? Psyana oder Tornupto? Ich bin für. Da-da-da!
Tornupto. Ja, Tornupto ist cooler irgendwie. Ich weiß nicht, Tornupto ist mir so mit das sympathischste Pokémon, was es gibt. Hä? Ah, da ist er. Perfekt. Die Daten von der CD-ROM sind vollständig gelöscht. Es läuft alles nach Plan. Huch, ich habe euch gar nicht kommen hören. Nun denn, treffe ich also endlich auf den ach so berühmten Sozi. Ich hielt, wie ich gestehen muss, euer Eintreffen hier für höchst unwahrscheinlich. Mein Name ist Kulpa, Professor Kulpa. Ich bin Leiter dieses Krypto-Pokémon-Labors. Mit der Sirene im Hintergrund. Und ich dulde keine Störelemente wie euch. Die versuchen, den Krypto-Pokémon-Plan zu vereiteln. Ja, dann macht die Sirene aus, wenn du keine Störelemente duldest. Lasst mich euch die Macht meines Krypto-Pokémons vorführen. Boom. Und damit Bosskampf. Eine Herausforderung von Krypto-Vorstand Kulpa. Landturen und Altaria. Ja, ihr merkt, ein neuer Bosskampf. Und mit relativ starken Gegnern. Hier Level 47 und 48 oder 49 sogar. Ne, 746, okay, das ist, dann hält sich dann noch in Grenzen, sagen wir so. Ist nur gerade eine schlechte Zusammensetzung, wie ich finde. Weil Flammenrad ist gegen Weide nicht sehr effektiv. Landturn ist Wasser Elektro und Altaria ist Flug Drache. Und alles nicht sehr effektiv. Ich meine jetzt einfach mal Sonnentag, so ganz unspektakulär, und kill Landturn, weil Landturn ist irgendwie, finde ich, so der stärkere Gegner. Ja. Und er hat auch deutlich mehr Defensive, wie wir sehen. Oh oh, wenn das mal nicht in die Hose geht. Aber Sonnentag ist schon mal eine ganz gute Sache, behaupte ich. Verfolgung. Das ist eine Attacke, die ist relativ schwach. Allerdings, wenn man sein Pokémon wechseln will. Gut, ist eine Unlichtattacke, deshalb ist es sehr effektiv. Wenn man sein Pokémon wechseln will, dann trifft sie und dann, glaube ich, mit doppelter Stärke oder sogar noch mehr. Oh mein Gott, Hydro-Pumpe. Oh, die Hälfte einfach mal eiskalt weggehauen. Oh Gott. Ja, nicht gut. Egal. Landturn dürften wir erstmal besiegt haben und Altaria scheint nicht so stark zu sein. Von daher, den lassen wir jetzt erstmal eine Runde am Leben. Können wir, denke ich, machen. Aber Landturn ist hauptsächlich schon mal weg. Das finde ich doch sehr gut. Sonntag hat zudem noch den Vorteil, dass Elektroattacken noch seltener treffen. Da Landturn noch ein Elektro-Pokémon war, war das jetzt auch gerade nicht so schlecht, finde ich. Ja, nicht sehr effektiv, das hatte ich bereits erwähnt. Also ihr merkt, das zieht ziemlich wenig. Aber es brennt. Hey, das ist doch schon mal ein Erfolg. Verfolgung, ja, macht nicht viel. Außer wir würden ihn wechseln. Dann würde es schon eine Menge abziehen, aber so, kannst du eine Pfeife rauchen. Selbst mit Verstärkung, also mit sehr effektiv sein, ist es jetzt nicht so das Beste. Ich glaube, wir gehen nochmal auf Altaria. Lieber Psycho und Chinese auf Alabis. Alabis ist übrigens ein Wasser-Pokémon. Deswegen mache ich da auch keinen Flammer. Oh mein Gott, Volltreffer. Gut, das geht schon ganz schön ab hier. Also, bis jetzt sieht dieser Kampf doch noch relativ gut aus. Und Level 50 wurde schon Nupto. Oh mein Gott, die Hälfte des möglichen Levels erreicht. Ja, das habe ich, glaube ich, auch noch nie erzählt. Level 100 ist das Maximum, was man erreichen kann bei Pokémon. Es gab da natürlich mal Ausnahmen auf anderen Editionen, vorzüglich auf den alten Editionen, wo man Pokémon haben konnte, die mehr als 100, also mehr als Level 100 waren. Wenn man die allerdings ein Level trainiert hat, dann sind sie wieder Level 100 geworden. Also das war irgendwie nur ein Bug oder beabsichtigt, wer weiß, keine Ahnung. Kann ich so jetzt nicht sagen. War jedenfalls ein bisschen seltsam. Okay, Golbat. Das finde ich gut, weil Golbat ist einfach mal ein schönes Gift-Pokémon, was wir eiskalt mal weghauen können, wenn wir einfach Psychokinese einsetzen. Sehr effektiv und dann noch so eine starke Attacke. Das sollte reichen, nehme ich an. Ja, also bis jetzt sieht sehr gut aus. Altaria dürfte gleich auch drauf gehen, wenn mich das nicht täuscht. Also, oh mein Gott, ja. Und jetzt kommt sein Krypto-Pokémon. Raikou. Macht den Ring frei für Raikou. Raikou ist das dritte der legendären Hunde, von denen wir jetzt schon zwei verpasst hatten. Suicune und Entei. Raikou gehört als drittes noch dazu. Wäre schön, wenn wir den wenigstens fangen könnten, aber ich glaube eher nicht dran. Weil bis jetzt haben sie sich ja relativ zurückgehalten, was Pokébälle betraf. Wir setzen jetzt einfach mal zweimal Sternschauer ein, würde ich sagen. Vorteil bei Raikou ist, den wir jetzt haben, Raikou ist ein Elektro-Pokémon.
Bedeutet, er kann meistens Elektroattacken, er kann natürlich auch Kryptoschlag. Aber die Elektroattacken, die er kann, die sind jetzt relativ wirkungslos, da wir eben die Sonne haben scheinen lassen und Donner trifft nur zu einem Viertel. Also, naja, es trifft immer noch oft genug, wie wir merken. Nicht zu einem Viertel, das meinte ich nicht, aber es trifft halb so oft, wie es normal treffen würde. Und das ist schon relativ wenig, sagen wir so. Also, Trefferquote 80 ist jetzt nicht so häufig und dann noch halbiert. Hätte auch mal daneben können. Ja, das Sonnenlicht lässt jetzt nach, das ist schlecht. Aber wir setzen jetzt Hypnose ein. Das können wir, denke ich, schon mal machen. Sternschauer geht auch noch einer. Sollte nur nicht wieder sehr effektiv, Volltreffer werden, nicht sehr effektiv. So, jetzt könnte sich mit Kryptoschlag mal wieder selber schwächen, aber es macht lieber Donner und killt uns vollends, ey. Nein. Oh, der geht ganz Schrott. Ich glaub's nicht. Wieso geht der ganz Schrott? Hallo? Habe ich noch einen anderen mit Hypnose oder so? Ich gucke einfach mal nach. Der hier kann Sandwirbel. Der kann Kreideschrei und der kann Null. Okay, Sandwirbel ist schon mal eine gute Taktik. Mit Sandwirbel können wir nämlich die Genauigkeit vom Gegner senken. Macht schon Sinn. Vor allem bei einem Pokémon, was auf eine starke Attacke basiert, die aber nicht so häufig trifft. Also, da kann man dann schon was rausholen. So, wir probieren es einfach mal mit... Hallo, Pokéball. Wenn das klappt, wäre das schon mal geil, aber nee. Das wird eh nix. Ich hoffe eben, dass Raikou jetzt... was hoffe ich eigentlich? Also, wir müssen uns ein bisschen Plan machen jetzt mal. Ich glaube, ich setze gleich mal einen Beleber ein für Dumpleplex. Und... ja, ging daneben. Gute Sache, gute Sache. So, jetzt Sandwirbel, wunderbar. Geht noch öfter daneben. Das kann gerne so weitergehen. Und irgendwann, wenn es eine noch schlechtere Genauigkeit hat, oder wenn Skorgla oder Psyana getötet hat, je nachdem, setze ich Dumpleplex ein und versuche ihn einzuschläfern. Das ist wohl so ziemlich die... Hä? Moment. Okay, hier. Ich wollte schon sagen, wo sind hier die Items? Ich finde sie nicht. So, hallo Dumpleplex. Du wirst doch sicher irgendwas Schönes haben. Donner. Und es trifft schon wieder nicht. Way. Verkackt. Nochmal Sandwirbel. Ja, damit wird die Genauigkeit logischerweise immer kleiner. Und dann noch bei einer Attacke, die sowieso nicht immer trifft, könnte unter Umständen bald ins Kritische übergehen. So, jetzt können wir mal einen Superball einsetzen. Haben wir ja auch noch ein paar. Also 30 Bälle sind durchaus genug, wenn man dauerhaft spammen will mit Pokébällen. Das kann man schon mal vertreten. Zumal wir auch nur jetzt die drei legendären Hunde vor uns haben. Und wenn wir davon einen haben, wäre es schon mal eine tolle Errungenschaft. Und Donner, schon wieder daneben. Uey, was ein Versager. So, und nochmal Sandwirbel. Ich weiß gar nicht, wie oft man es einsetzen kann. 5-6 Mal, so um den Dreh würde ich schätzen. Und danach ist dann Sense, dann kann man die Genauigkeit nicht weiter senken. Dann ist sie aber auch so weit runtergeschraubt, dass man, naja, das kann man dann auch vernachlässigen, die Anzahl, die dann noch treffen. Die Frage ist jetzt nur wieder, ich würde gerne, dass er einmal Kryptoschlag einsetzt, aber das will er nicht. Aus irgendeinem Grund. Ist schade, weil im roten Bereich hätte ich ihn jetzt schon gerne geschwächt. Aber einmal Sternschauer will ich jetzt auch nicht einsetzen, weil dann könnte er sterben. Also ist eine schwierige Situation gerade. Okay, Donner trifft. Das ist schlecht. Skorgla ist nebenbei noch ein Boden-Pokémon, was bedeutet, es wird nicht getroffen von seinen Elektroattacken. Ist auch ein guter Nebeneffekt. Mit Skorgla an der Seite können wir nicht so schnell verlieren. So, ich hoffe jetzt einfach, dass Dumpleplex Hypnose schneller trifft als der Donner von Raikou. Was aber eigentlich gewährleistet sein sollte. Allein schon deswegen, weil es so stark die Genauigkeit gesenkt wurde. Und Hypnose, gut, hat auch keine Genauigkeit von 100, aber es ist okay. Es geht, ja. Donner! Und es trifft schon wieder nicht. Yes! Das wäre die Krönung gewesen, wenn er es jetzt auch noch gekillt hätte, ey. Ja, aber spätestens dann, wenn Donner aufgebraucht ist, wird der Kryptoschlag einsetzen, da bin ich mir sicher. Okay, Hypnose geht daneben. Das ist jetzt nicht so schlimm. Jetzt könntest du mal Kryptoschlag einsetzen. Ja gut, Donner lieber daneben. Aber Kryptoschlag wäre mal gut, wenn er es einmal einsetzen würde. Die Frage ist nur... ich weiß nicht. Okay. Ich glaube, wir machen es so. Wir warten so lange, bis er endlich mal Kryptoschlag einsetzt. Und in der Zeit wechseln wir mal lieber Dumpleplex aus. Und wenn er Kryptoschlag eingesetzt hat, dann können wir zu Dumpleplex wechseln. Und
Ja, wenn wir erstmal einen roten schwächen, das wäre schon mal eine gute Aktion. Und allzu oft Donner hat er nicht. Okay, Genauigkeit kann nicht weiter gesenkt werden. So, mit Skorgler können wir jetzt eher mal nichts machen. Mit Griffel auch nicht. Wir warten. Wahnsinnig spannend. Okay, ich hätte mal einen Pokéball werfen können. Das wäre vielleicht eine gute Idee gewesen, aber... Naja. So, Donner nochmal. Oh, es trifft sogar. Okay. Ja, und killt Griffel einfach mal One-Hit. Das kann man natürlich auch mal schön gesehen haben. Ja, soll ich jetzt schon Hypnose machen oder soll ich ihn nochmal schwächen? Das ist so eine schwierige Entscheidung. Ah, ich würde ihm, am liebsten würde ich ihm noch einen reinhauen. Aber ich weiß nicht, ob er das überlebt. Also mit Skorgler definitiv nicht. Das kann man schon mal festhalten. So, Hypnose. Diesmal machen wir es lieber lang, aber effektiv. Weil wenn er sich wieder killt, dann haben wir halt verkackt. So. Raikou, Hyperball, gleich Fail. Richtig Fail. So, Kryptoschlag, okay. Oh, es trifft sogar. Oh, nee, nicht auf... Okay, das zieht nicht viel. Gute Sache. Gut, und das zieht auch noch genau angemessen. Ja, Hypnose geht noch einmal daneben. Okay, jetzt könnte er ruhig noch einmal treffen. Aber mehr als einmal würde ich dann auch. Ich setze einfach mal einen Premierball ein. Keine Ahnung. Vielleicht ist er ja toll, ist jedenfalls so schön weiß. Und was ich auch mal bald demonstrieren kann, sind die Timerbälle, die besser wirken, je länger der Kampf dauert. Weil der Kampf ist jetzt schon relativ lange am Laufen, würde ich behaupten. Okay, Kryptoschlag trifft nicht nochmal. Das war irgendwie abzusehen. Okay, Hypnose trifft aber jetzt endlich mal. Gut, die Frage ist... ich weiß es nicht. Ich glaube... Ja, wir rufen jetzt immer und probieren Hyperball. Sollen wir schon? Ich glaube, wir probieren erstmal einen Pokéball. Dann einen Superball. Und dann hauen wir so als Krönung den Hyperball nochmal raus. Und wenn das klappt, dann sind wir solche Skiller. Aber wenn wir Raikou fangen könnten, wäre es echt schon toll. Ja. Dann haben wir das wenigstens schon mal hinter uns. Oh, mit einem Pokéball. Bam. Eat my... Horns. Keine Ahnung. Von... Ach, vergesst es. Diese Kraft, sie negiert sämtliche physikalischen Gesetze. Das ist schlecht, natürlich. Ha. Aber deine Bemühungen, bis hierher zu kommen, waren vergebens. Unsere Kreaturen, die mächtigen Krypto-Pokémon, wurden schon längst in Sicherheit gebracht. Und damit meine ich auch das übermächtige Krypto-Pokémon für unseren Anführer. Und dann haut er ab, der Skiller.